Willkommen zurück, Pavel Sapper hier von PSA Marketing und heute verrate ich dir, wie du mit einer einzigen wertvollen Entscheidung dein Business endlich auf das nächste Level bringst. Fangen wir einfach an. Es geht um das Thema Nein zu sagen. Nein sagen zu Leuten, die sich die ganze Zeit aufhalten von deinem richtigen Job. Nein sagen zu schlechten Deals, die du die letzten 2 Jahre zum Beispiel gemacht hast, weil du einfach nicht die richtigen Großen hast, keine Struktur im Unternehmen hast und weil du andauernd deinem herkömmlichen Job nachrennen musst, weil du einfach Angst hast, alles zu verlieren. Das ist das Allerwichtigste bei der ganzen Sache. Wir fangen an mit dem Punkt Nein zu schlechten Deals. Ich beobachte das immer wieder sehr, sehr häufig. Kunden bzw. Großhändler oder Unternehmer, die es gerne werden möchten, kaufen immer wieder die gleichen Sachen ein, die jeder andere da draußen kauft. Als Beispiel Spielzeuge. Pokémon-Karten, das höre ich sehr, sehr oft. Die haben das irgendwo aus einem Forum aufgegriffen und alle, die ganze Horde, kauft die gleichen Produkte. Was bedeutet das somit? Das bedeutet, dass die Marge sehr, sehr gering ist und dass du überall hinterherlaufen musst. Wo kriege ich die Ware günstiger? Wo gibt es irgendwelche Gutscheine, die ich vielleicht einlösen kann oder sonstiges? Das Ganze bringt dich aber nicht voran. Wenn du das machst, was die ganze Horde da draußen macht, weil die das irgendwo aufgegriffen haben, aus einem Basic-YouTube-Video, dann ist das so, dass es sehr, sehr schwer ist, nach vorne zu kommen. Es gibt ganz, ganz andere Nischen, wo viel, viel mehr Geld steckt und wo auch viel, viel weniger Konkurrenz ist. Wenn du wissen willst, welche Nischen möglich sind, um dein Business groß rauszubringen, schreib uns gerne eine E-Mail unter www.psamarketing.de und auch dabei können wir dir helfen. Ein anderer Punkt, Nein sagen zu schlechten Kunden. Wenn du zum Beispiel 1 oder 2 Großabnehmer hast, die mit dir gerne Geschäfte machen wollen und du immer der Verlierer bist, weil du vielleicht mit einem großen Deal gerade mal 100 bis 300 Euro verdienst, dann ist das nicht richtig. Dann solltest du entweder neu verhandeln oder du solltest dein Netzwerk erweitern. Viel, viel mehr Netzwerke, um andere Großhändler zu finden, wo du einfach nur bessere Gewinne erwirtschaften kannst. Es ist sehr, sehr wichtig. Wir alle sind Unternehmer. Das heißt, unser Ziel ist es, in den nächsten 10 bis 15 Jahren maximal komplett unabhängig zu werden. Und das geht nicht, wenn du die ganze Zeit rumeierst und immer wieder 100 Euro Geschäfte machst, 200 Euro Geschäfte machst und du kommst einfach nicht weiter, weil du vielleicht keine Mitarbeiter im Team hast, weil du keine Kernprozesse im Unternehmen hast, die das alles vereinfachen. Dann brauchst du von vornherein einfach nur einen guten Mentor, der diesen Weg schon lang gegangen ist. Kontaktiere auch da sehr, sehr gerne uns und wir können dir definitiv dabei helfen, auf das nächste Level zu kommen. Ein anderer sehr wichtiger Punkt ist ein falsches Umfeld, negatives Umfeld. Menschen, die niemals an dich glauben und dich immer wieder runterziehen. Warum? Weil die selber die ganze Zeit unten sind, weil die selber abhängig sind von einem 9-to-5-Job, im besten Fall. Oftmals ist das so, dass die 9-to-8-Job haben. Das heißt, dass die von 9 Uhr morgens bis 20 Uhr abends arbeiten und dass die selber gerade nur so über die Runden kommen. Aber dabei ist das überhaupt kein Unternehmertum oder normale Arbeit. Es ist, wie mein Englischlehrer sagt, einfach nur Poverty, das heißt Armut. Was bedeutet Armut konkret? Ich gebe euch mal ein Beispiel. Es gibt einen Menschen, der möchte gerne selbstständig werden. Und er sucht schon nach einem Trainer und einem Coach seit über 1/2 Jahr. Und ich habe immer gefragt, warum hast du dich niemals zu etwas entschieden, zu einem Coach? Ja, weil sie alle sehr teuer sind. Okay, was ist denn für dich teuer? Was wollten die von dir haben? Zwischen 1500 Euro bis zu 7000 Euro, alles war dabei, das ist mir alles viel zu teuer. Warum ist dir das Ganze viel zu teuer? Probierst du selber? Ja, möchte ich. Aber mir fehlen die Großhändler. Ich weiß gar nicht, wie und wo ich anfangen soll. Okay, dann besorg dir einen Coach. Ja, aber die sind zu teuer. Ich brauche einen, der günstig ist. Aber einen, der günstig ist, der kann dir doch gar nicht helfen. Ja, das stimmt auch wieder, sagt er mir. Warum probierst du es nicht? Ich möchte es unbedingt. Ich habe aber einen Job, sagt er mir. Ich sage, okay, hast du Kinder? Worum geht es da bei dir? Ich habe einen Job. Ich verdiene zwischen 1400 Euro und 1600 Euro netto und ich bin Postfahrer. Ich sage jetzt nicht das Unternehmen, wo der arbeitet und ich komme gerade so über die Runden. Aber genau das ist doch Armut. Und seit 1/2 Jahr nach einem Coach suchen, der günstig ist, nach Großhändlern suchen, die dir keiner verratet, ist ja ganz klar, weil wir selber davon leben, das ist alles Schwachsinn. Das heißt, such dir einen Menschen, der dir helfen kann und sei auch bereit zu investieren. Anders kommst du halt nicht weiter. Und vor allem, such dir dein Umfeld bewusst aus. Also insgesamt fehlt vielen Menschen da draußen nicht unbedingt das Geld, das Startkapital, sondern eine kristallklare finanzielle Bildung. Das bedeutet, wenn du jetzt von heute auf morgen
nicht 1.500 Euro verdienst, sondern vielleicht sogar 3.500 Euro verdienst, schraubst du nicht deine Ansprüche hoch und deinen Lifestyle, sondern du investierst das in dein Unternehmen oder in dich selber und in deine eigene Bildung. Und das fehlt vielen Menschen. Viele Menschen denken, okay, wenn ich mehr verdiene, brauche ich eine größere Wohnung. Warum? Ich verdiene noch mehr. Ich brauche vielleicht ein neues Auto. Warum? Ich bin noch Unternehmer. Ich koche mir selber nicht für mein Essen, sondern ich gehe mal hier und da essen. Ich bin der Unternehmer. Ich verdiene plötzlich mehr. Und genau das ist der springende Punkt. Das ist ein Fehler. Selbst wenn du viel Geld verdienst, musst du so leben, als wärst du die ganze Zeit arm. Und das ist ein wichtiger Punkt für die nächsten 6 bis 12 Monate, damit ihr euch euer Startkapital anhäufen könnt und das Ganze in euer eigenes Business investieren könnt. Das ist sehr, sehr wichtig. Kommen wir zu dem letzten Punkt, Nein zu sagen. Es kommt immer wieder vor, dass wir sagen müssen Nein. Ihr kennt diese ganzen Zeitsiebe. Kannst du mir hier mal helfen? Kannst du da mal mit anpacken? Kannst du mir vielleicht etwas verkaufen, wo du nicht viel Geld verdienst oder vielleicht am besten gar nichts verdienst? Diese Menschen müssen wir einfach Nein sagen. Andernfalls kommen wir selbstständig nicht voran. Es gibt viele Menschen da draußen, die bereit sind, gutes Geld zu zahlen. Wir haben viele Möglichkeiten, mit Hilfe von Amazon, eBay oder im B2B-Bereich unsere Produkte hochwertig zu verkaufen, dass auch mehr als genug Geld übrig bleibt für uns selber. Und genau diese Leute sollten wir ansprechen und keine Menschen, die unsere Zeit rauben. Das war's erstmal. Wenn euch das ganze Video hier gefallen hat, abonniert gerne unseren YouTube-Kanal, aktiviert die Glocke, es folgen viele spannende Themen zum Thema Amazon FBA, eBay und Weiterentwicklung. Wir freuen uns und bis dahin.